Okay, weiter geht's. Frisch gestärkt und im Namen der Liebe machen wir jetzt weiter. Aushilfe gesucht im Studio Ciel und Blanc. Für Digimon, strenge, aber niedliche Chefs. Ebene 3 von Kowloon. Fitnessgefällig? Schau dir die Süßen an. Fällt mir ein, ich will ja digitieren. Mehr Liebesbrief als Fall. Geh zuerst zu Ebene 3 von Kowloon. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir sowas von hin. Und dann lassen wir erstmal Angemon zurückdigitieren, denke ich. Komm, warum ist es immer dieses Gebiet? Hier ist auch dieser Typ, mit dem man, für den man Frauen nachfragen sollen, was sie attraktiv finden. Magna Angemon. 42. Ich glaube, ich brauchte 50 für das, was ich vorhabe. Aber wir bereiten es jetzt mal vor. Und dann können wir auch dieses Digimon endlich mal abhaken. Unimon. Gerechtigkeit ist, Gerechtigkeitsgehen? Erhöht den Schaden von Lichtfertigkeiten. Interessant. Unimon. Unimon kann sich zu nichts sinnvoll mitbringen. Ja, wir wollen eh zu Patamon. Pata, Pata, Pong, Patamon. Und Patamon muss jetzt mich ordentlich ranziehen. Weil zu Sistermon Ciel müsste es noch gehen. Oh, ich muss noch zu Tokomon. Oh, ich muss noch zu Tokomon, okay. Weil hierfür brauchte ich, glaube ich, nur. Oh, shit, wir müssen hier bei. Oh, ich will auch irgendwann mal Lucemon. Ich nehme auch einen Lucemon in Angriff. Früher oder später, aber nicht jetzt. Okay, Moment, da fällt mir einfach nicht irgendwer auf dem Maximallevel. Du schon mal nicht. Wanyamon war, glaube ich, auf Maximallevel. Natürlich brauche ich für dich wieder speziellen Kram. Ach Gott, ey. Ryodamon? Keine Ahnung. Kriege ich mit dir irgendwas Neues? Nein. Ich brauche heute die Kameradschaft, egal. Lalamon. Renamon wäre natürlich auch cool. Dann nehmen wir erstmal Hoppspross. Dann gehen wir nämlich hier mal. Obwohl, das haben wir auch schon. Können wir zurück, fällt mir auf. Obwohl, wir lassen Lalamon erstmal. Wir lassen Lalamon erstmal und dann gucken wir mal. Ryodamon führt nämlich nirgends vorhin. Okay, ich glaube, wir sind bereit, oder? Kann ich hier. Ich habe da irgendwie eine Farmerweiterung. Heißt das, ich kann eine neue. Guck die Dinger her. Interessant. Nein, ich kann keine weiteren Inseln bauen. Schade. Aber mal die Erweiterung für die Items, die man da hat. So, sind meine Digimon fit? Sie sind fit, aber. Tokomon. Du tauschst mal gegen. Zuber Igamon. Ja. Ja, ich glaube, so bin ich zufrieden. Wobei theoretisch könnte ich Tokomon wirklich wahrscheinlich schon hochziehen. Wir warten erstmal.
Dann habe ich hier 15. Ach, Stufe 1 noch. Schade. Was brauchte ich für Stufe 2? Ich glaube, da braucht. Ich glaube, es liegt an Tokomon. Ja, es liegt an Tokomon. Ich will jetzt erstmal Tokomon zu Sistermon hochziehen. Ein Hinterhalt. Ärgerlich. Mal gucken, ob mein Plan überhaupt aufgeht. Klar. Super, perfekt. Ich meine nämlich, als ich jetzt, also hätte ich sofort digitieren können, dann wäre es glaube ich nur Fähigkeit 48 gewesen, was schade wäre. Und deshalb muss ich halt noch kurz auf Poyomon zurück. Wenn alle Stricke reißen. Aber erstmal ist der Plan zu gucken. Weil die kleine Sistermon. Die andere, die braucht glaube ich richtig Zeit, wenn ich mich nicht irre. Die ich haben will. Dann kann ich dazu ein bisschen Haken dran machen. So. Dann gehen wir mal kurz gucken, wie es mit dem Digitieren aussieht. Beim 12, wie gesagt, muss ich nochmal kurz Poyomon machen. Shit, wir müssen kurz auf Pokémon zurück. 49? Ja, okay. Funktioniert dann aber. Kriegt ihr den schnell wieder auf Pokémon zurück? Ja. Easy. Entschuldigung, das müssen wir jetzt kurz machen. Ich will Sistermon jetzt endlich aus meinem Kopf streichen. Klingt doof. Aber dann habe ich da zumindest einen Haken dran. Dingsbums. Es müsste ein Kampf sein, dann müsste Poyomon bereit sein. Dann lasse ich ihn hochdigitieren und dann haben wir nämlich die glatten 50, die ich brauche, bei Sistermon. Perfekt. Ich bin mal gespannt, was es damit auf sich hat. Mit den. Ich hätte jetzt bei den Liebesdiensten gesagt, aber das ist nochmal was ganz anderes. Ich habe vergessen, wie der Titel hieß von dieser Sidequest. Steht das hier? Liebespredigerin. Was es mit der Liebespredigerin auf sich hat. Geht doch. Jetzt müssen wir Tokomon nur auf Level 7 kriegen und alles ist gut. Alles wird gut. Übrigens ein Titel vom Digimon Soundtrack aus Digimon Adventure 1 müsste es noch gewesen sein. Alles wird gut. Nochmal Funktionsaufruf. Zwei Kämpfe, wenn ich mich nicht irre. Und noch einmal. Zack. Er hat mich so, dass es halt nicht ganz reicht. Aber okay. Mir fällt gerade auf, ich hätte glaube dann noch Platz für weitere Digimon.
Könntest du dann noch wen mitnehmen zum Trainieren? Die Frage ist, wen? Ich glaube, ich müsste sogar noch wen haben, den ich entwickeln kann. Digitieren lassen kann. Ich habe es gerade vergessen, wer es war. Als Devimon? War es als Devimon? Ich glaube, es war als Devimon. So, Tokomon. Es wird Zeit. Zeit für Sistermon. Ciel hatte ich Blanc. Blanc. Sprich mal aus Blanc. Sprich mal das C hinten wie ein scharfes K oder wird es nur angedeutet? Das ist ein G. Blanc. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, es ist Blanc. Sistermon Blanc. Tokomon digitiert zu. Sistermon! Göttlicher Stich. Okay. Sistermon Blanc. Yes! Level 60? Ach du Scheiße, aber gut, deswegen war es gut, dass ich das jetzt schon gemacht habe. So. Wie gesagt, ich glaube, irgendwer kann noch zu digitieren. Ich glaube, ich will dich. Ice Devimon. No, Ice Devimon ging noch nicht. 28, aber irgendwer ging. Chromon? Nee. Irgendwer stand noch kurz davor zu digitieren. Oder war es Platinum Sukamon, was kurz davor stand? Geo Greymon, warst du's? Ah, Verteidigung 95, das fehlt noch. Ups, sehe ich es gerade, aber es sollte machbar sein. Ja. Das war's, glaube ich. Ja. Ich glaube, es war Geo Greymon. Aber Geo Greymon kann ich mitnehmen, sehe ich gerade. Willkommen im Team. Zack. Geo Greymon. Ah, was macht Growmon? Bist du näher dran an den 95 Verteidigung? Bedingt. Aber wenn es dich ergibt, würde ich gerne mit dir auf Wargrommon gehen. Egal, wir gucken einfach mal, wie es wird. Wir gucken, wie es wird. Datamon braucht. Nee, nicht Datamon. Digitalmon. Fähigkeit 80. Ich glaube, ich will Digitalmon so lange Digitalmon lassen, wie es geht. Erstmal. Um dann halt so viel wie möglich Fähigkeit zu fahren. Ja, ich glaube, das Team ist so erstmal okay. Hätte ich noch ein weiteres Digimon mitnehmen können? Wahrscheinlich. Aber es hätte maximal ein Rookie sein können. So, wo will ich hin? Gehen wir erstmal nach links. Dahin, okay. Das ist mir immer nicht ganz klar, ob man ans Ende von dem Gebiet gehen muss oder nicht. Deswegen ist es manchmal ein bisschen umständlich, sich zu navigieren, dadurch, dass auch alles immer gleich aussieht. Und die Wege halt immer so gebaut sind, dass man keine Shortcuts so wirklich hat, um dann bei weiteren Besuchen wieder zurückzukommen. Finde ich schade. Finde ich wirklich schade. Okay, hier hatte ich wen repariert. Ich glaube, ich müsste alle repariert haben, die ich aktuell reparieren kann. Ja, klar. Zack. Es lebt noch. Ja, es lebt noch. Es lebt noch. Ernsthaft? Ihr lebt beide noch? Machtsturm!
Soll ich sagen, bis 15 Uhr, 15.30 Uhr, so einen Dreh machen wir heute noch. Wollen wir mal gucken. War es ein Mini-XXL-Stream, aber es war mir bei Digimon auch mal wichtig, weil bei Digimon fehlt mir auch der Puffer. Vor allem, wenn ich bedenke, dass ich halt... heilen. Vor allem, wenn ich halt bedenke, dass ich... Alle... Oh, die Windkralle. Oder die Schutzwelle? Nee. Heilen. Nehmen wir heilen erstmal mit. Stellt wenige TP eines Kampfes wieder... Ich glaube, X-Heilung ist besser, ne? Stellt einige TP her. Ist, glaube ich, besser. Vor allem, wenn ich gucke, das brauche ich auch mehr Erfahrungspunkte. Vor allem dadurch, dass ich am Dienstag ja Tales of Cestiria spielen werde, fände ich das ein bisschen schwierig gerade. Sagen wir es so. Weil ich hätte dann... Doch, eine Episode wäre noch safe, aber... So habe ich jetzt ein bisschen Puffer wieder, die ich auch nicht wegfallen lassen will. Weil ich hatte es ja schon mal angemerkt. Ich weiß noch nicht, wo ich Guardians of the Galaxy hinpacke. Aber wichtig als Guardians of the Galaxy ist, dass ich halt mit den anderen zwei RPGs, also mit Digimon und Tales of Cestiria, vom anderen RPGs klingt so, als wäre Guardians of the Galaxy ein RPG, was es definitiv nicht ist. Knapp. So weit wie möglich kommen, weil halt große Spiele anstehen. Es kommt ein neues Pokémon Ende Januar und Horizon Forbidden West halt Ende Februar. Bis dahin will ich eins von diesen JRPGs abgeschlossen haben. Das ist mir wichtig. Und ich glaube, ich bin bei beiden relativ gut in der Zeit. Aber ich kann es halt echt schwer beurteilen. Vanteon? Was ist Vanteon? Oh. Okay. Vanteon. Rawr. Und wer weiß, was vielleicht von Nintendo noch Shadow gedroppt wird. Es gibt einige coole Spiele, die potenziell schneller rauskommen, als man es vielleicht jetzt noch denkt. Weil ich glaube Tatsache, dass einige Entwickler auf die Idee gekommen sind, zu sagen, ey, wir sagen lieber erst, was Sache ist, wenn wir wirklich sicher sein können, dass es Sache ist. Darunter würde ich zum Beispiel inzwischen auch zählen, Silksong. Silksong ist, glaube ich, auch so ein Ding, was am ehesten wahrscheinlich noch inzwischen Shadow gedroppt wird, als dass es halt dann irgendwie frühzeitig irgendwie angekündigt wird, weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viel, also das, umgekehrt, ich fange nochmal an bei Silksong. Ich habe vor, ich glaube, das war die letzte E3, Quatsch, nicht E3, die letzte Gamescom, die stattfand, real in der Halle. Da habe ich eine Demo zu Silksong gespielt. Das fühlte sich eigentlich schon top an, sah gut aus. Klar, war nur eine Demo. Wir wissen alle, sowas ist mit Vorsicht zu genießen. Aber auch alles, was ich so sehe, es wirkte irgendwie so, als könnte man sagen, ja, wahrscheinlich ist es fertig. Und sie packen jetzt einfach immer noch mehr und mehr Content rein, oder beziehungsweise polieren noch ein bisschen nach. Was ja definitiv toll ist, aber deswegen, ich glaube, alle lauern drauf, aber es genügt ihren Ansprüchen halt noch nicht. Würde ich mal tippen. Von Team Cherry. Und irgendwann wird das einfach Shadow gedroppt. Ich glaube, bei Hollow Knight, war Hollow Knight nicht auch zuerst Switch-exklusiv, bevor es dann auf anderen Plattformen kam? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber mir ist irgendwie so. Und ich tippe mal, es wird so ähnlich mit Silksong laufen. Es wird in der Direct oder in der Indie World angekündigt, aber unter dem Motto, und das ist spielbar ab später am Tag, was aus europäischer Sicht meistens der nächste Tag ist.
Oder es wird gesagt, es kommt Ende des Monats raus. Das ist meine Theorie. Wenn Silksong irgendwo angekündigt wird, ist es entweder Shadow Drop oder im Laufe des gleichen Monats. Ich kann den Klienten nicht sehen. Bin ich hier vielleicht falsch? Herein spaziert! Kommt her und schaut euch das an! Seht nur her! Das Trainingsstudio der Sistermon-Schwestern ist jetzt eröffnet. Aus diesem Anlass haben wir ein fantastisches Sonnenangebot. Wir verteilen unseren Liebeshieb gratis. Komm und spüre unseren Hieb. Komm und spüre ihn. Ich bin auf einen Werbeflyer reingefallen. Ob das die Klienten sind? Aber sie sehen wie Digimon aus. Du da, oh mein Gott. Die Augen der Mütze können blinzeln. Du da, willst du trainieren? Du wirkst, als ob du auf Herz und Nieren getestet werden möchtest. Und ist das ein Digimon, das du da hast? Wie wäre es, wenn du dein Digimon in unserem Studio trainierst? Und als Sonderangebot verdoppeln wir die Wirkung unseres Liebeshiebs. Ach, du bist der Handyman von Hoodie, den wir angeheuert haben? Wir hatten nicht erwartet, dass ein Fall von Digimon bearbeitet wird, aber ein Versuch schadet ja nicht, oder Blau? Genau, danke, dass du unseren Fall übernommen hast. Oh, jetzt hat sie keine Stimme mehr, interessant. Ich bin Sistermon Ciel. Das ist meine jüngere Schwester Sistermon Blanc. In der digitalen Welt, in der Digi-Welt sind wir ziemlich berühmt. Es ist also eine Ehre, dass du uns helfen kannst. Du sollst alles ernst erst erklären, sonst weiß er nicht, was er tun soll. Ach ja, richtig. Wir sind erst seit kurzem in dieser Welt. Gankomon und sein Schützling Hackmon reisen durch die Digi-Welt und versuchen, die mächtigsten Digimon zu werden. Oh, die kennen wir aus dem ersten Teil. Wir waren mit ihnen unterwegs, aber wir haben sie verloren und uns dann verlaufen. Ja, und plötzlich wurde uns erklärt, dass wir in dieser Welt waren. Ich frage mich, was sie gerade tun. Ich hoffe, das Training von Hackmon läuft gut. Mach dir keine Sorgen um sie, Blau. Wir werden sie bald wiedersehen. Das weiß ich einfach. Jedenfalls versuchen wir, einen Weg zurück in unsere Welt zu finden. Aber es dauert so lange. Es ist so langweilig und öde. Wir haben kein Geld. Wir werden wahnsinnig. Ciel, langweilig und öde haben die gleiche Bedeutung. Mir doch egal. In ihnen gibt es andere Digimon als... Also dachten wir, wir öffnen ein Trainingsstudio. Nicht wahr, Blanc? Ja, schwache Digimon können hier stärker werden. Wir rechnen jederzeit mit dem ersten Kunden. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Wir wissen, wie stark wir sind, aber wir sehen so zu niedlich aus. Oh, ihr wollt digitieren. Das ist keine Angeberei. Potenzielle Kunden könnten abgeschreckt werden, wenn sie sehen, wie niedlich wir sind. Wir dachten, wir könnten jemanden gebrauchen, der die Rolle unseres furchterregenden Helfers spielt. Darum haben wir dich kontaktiert. Ein fies wirkender Helfer zeigt den Kunden, wie stark wir sind. Das ist zumindest der Plan. Allerdings wirkst du gar nicht so fies. Deinem Ruf in Eden nach zu urteilen, hatten wir mit einem großen Typen gerechnet, dessen Bizeps so groß wie eine Wassermelone ist. Genau, aber du siehst so normal aus. Unscheinbar sogar. Was sollen denn unsere Kunden denken, wenn sie dich sehen? Wir müssen etwas an deinem Aussehen ändern.
Das wird nicht einfach werden. Du hast recht. Hast du Ideen, wie etwas furchterregender wirken könntest? Schwierig. Ich könnte furchterregen. Ich habe eine Maske, die helfen könnte. Habe ich? Schauen wir mal. Ich habe eine Maske, die helfen könnte. Wirklich? Zeig sie mal hier. Ach, das ist gut. Damit wirkst du furchterregend und unterwürfig. Was? Das sind irgendwie Widersprüche. Als ob du uns dienst. Ah, okay. Wenn ich sie sehe, will ich dich herumkommandieren und dich hauen, wenn du nicht auf mich hörst. Meine Schwester denkt leider nie nach, bevor sie den Mund aufmacht. Aber die Maske gibst du einen neuen guten Helfer. Du bist eingeschickt. Und mich erkennt keiner unter der Maske. Komm schon! Ah, unsere Kunden. Haltet euch bereit. Auf die Plätze. Oh no. Oh no, die! Nokia! Ist dies das Trainingsstudio? Ja! Und ich habe gehört, dass die Trainer hier echt berühmt sind. Hier gibt es ein Sonderangebot. Vielleicht bekommen wir etwas gratis. Wie aufregend, Agumon, Gabumon. Ich hoffe, wir bekommen was zu essen. Ich auch. Ihr zwei seid so gierig. Man kommt zum Trainieren her, nicht zum Essen. Was, wenn ein anderer Hacker uns angreifen und euch entführen würde? Ihr müsst mächtig und stark werden. Jawohl! Da drüben. Da seid ihr ja. Wir haben auf euch gewartet. Wer seid ihr? Hört zu! Sie wurden in der Digi-Welt geboren. Seit ihrer Geburt mussten es die zwei Schwestern allein mit der ganzen Welt aufnehmen. Aber irgendwie haben sie überlebt. Eines Tages trafen sie dann ihren Retter. Beben, Explosionen, Knall, Vater, sein Name, Gankomon. Sie waren jetzt draußen auf der Straße nicht mehr allein und sahen zu ihm als Lehrer auf. Nach kurzer Zeit waren die Schwestern äußerst geübt. Sie wurden berühmt. Wir sind die Sistermon-Schwestern. Willkommen in unserem Trainingsstudio, Nokia, Shiranine, Agumon und Gabumon. Heute werden die Sistermon-Schwestern und unser Helfer hier euch ein rigorosen Trainingsprogramm unterziehen. Die Trainer sind Digimon. Ich dachte, alle Digimon würden wie Agumon und Gabumon aussehen, aber es gibt so viele Arten. Ihr seid niedlich, aber ihr seht nicht besonders fies aus. Unser Aussehen ist ein Fluch. Unterschätzt uns nicht wegen unserem Aussehen. Schau dir unseren furchterregenden Helfer hinter uns an. Helfer? Die Maske! Bist du von den Demons? Ach, verdammt. Ich wusste, irgendwas war mit der Maske. Was sind Demons? Ein böses Hacker-Team in Eden. Ja, die machen viele böse Sachen in ihnen. Demons, führt ihr wieder etwas im Schilde? Das werden wir nicht zulassen. Was? Was redest du? Jetzt sag nicht, dass wir gleich am ersten Arbeitstag Probleme haben. Oh je, dieses Missverständnis könnte Sistermon wirklich Probleme machen. Ich muss etwas unternehmen. Maske abnehmen. Genau, ich bin ja der letzte Demon. Oh, nein. Aber ich habe einen Neuanfang gewagt. Ich sammle jetzt nur Maske. Ich habe einen Neuanfang gewagt. Einen
Neuanfang? Gewagt? Das gibt gerade so auf die Stimme. Ich verstehe. Du hast jetzt die bösen Aktivitäten aufgegeben und dich neu orientiert. Schön für dich. Ich bin beeindruckt. Das war genau, sicher nicht leicht für dich. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass du gut bist. Tut mir leid, dass ich dich falsch eingeschätzt habe, Maskenmann. Tut uns leid. Ich verstehe nicht, was gerade passiert ist, aber ich denke, das Missverständnis wurde jetzt aufgeklärt. Ja, jetzt kann das Training beginnen. Werden wir durch das Training hier ganz stark? Ja, wenn ihr euch ins Zeug legt und bis zum Ende durchhaltet. Wir werden es euch nicht leicht machen. Seid ihr euch sicher? Wow. Ihr seid niedlich und so voll Leben. Wenn wir das allerdings nicht durchziehen, werden wir für immer schwach sein. Ihr habt das Sagen. Bringt uns ins Schwitzen. Das ist die richtige Einstellung. Los geht's, Blauen. Helfer! Seid ihr bereit? Gut, zeigt uns, was ihr drauf habt. Ich bin ein großer Fan von System on Ciel. Das muss ich sagen. Leider hatte ich sie beim letzten Mal schon und vor allem, ich habe sie sogar in die Erwachsenenform gebracht. Dementsprechend muss ich Blanc nehmen. Oh. Okay. Was ist denn los? Aufstehen und weitermachen. Ich hab genug. Come on. Das reicht. Nehmen Sie nicht so hart ran. Kannst du nicht einen Gang runterschalten? Sieht so aus, als ob du der Grund bist, warum sie so schwach sind, Nokia. Was? Ich? Ja, du. Liebst sie nicht genug. Nicht genug lieben? Du unterstützt Digimon gern von hinten, hinter den Kulissen. Für dich sind die Digimon die Stars und du nur ein Komparsen. Mehr als sie unterstützen kann ich nicht tun. Da liegst du völlig falsch. Die Digimon sind Lebensformen, die digitieren, indem wir Informationen aus unserer Umgebung assimilieren. Für uns ist die Liebe eines Partners, der an uns glaubt, das Allerwichtigste. Liebe. Liebe ist das Wichtigste? Liebe von den Leuten, die uns nahestehen, macht uns stärker als alles andere. Für uns sind die sind das Gankomon und Heckmon. Gankomons grenzenlose Liebe und Heckmons tiefe, aufrichtige Liebe. Sie hat uns stärker gemacht. Sie hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Bist du zu solcher Liebe fähig, Nokia Shiramine? Ich weiß nicht wirklich, wie ich das beantworten soll. Was ist Liebe? Oh, gute Frage, aber leider haben wir keine Zeit für einen Philosophiekurs. Ich mag Agumon und Gabumon wirklich. Ist das nicht genug? Warum bin ich so? Das musst du selbst herausfinden. Wir sind Digimon und keine Menschen. Und
stimmt. Was meinst du, Mensch? Was meinst du als Mensch? Etwas, was man zeigt. Etwas, was man gibt. Etwas, was man zeigt. Liebe zeigt man, meiner Meinung nach. Oh, nach der Quest werden wir eher ein Turnier machen. Und wenn das nicht geht, ist der Stream für heute vorbei. Oh mein Gott. Das ist erst viel tief und dann viel hoch. Ist echt der Killer. Etwas, was man zeigt? Wow, das ist keine schlechte Antwort. Ach so, jetzt verstehe ich. Es ist, wie du gesagt hast. Agumon, Gabumon, es tut mir so leid. Anscheinend lag der Fehler bei mir. Nokia, spürt meine Liebe. War dieser Kuss Liebe? Ja, das war meine Liebe. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht wirklich, was Liebe ist. Aber der maskierte Kerl hat mich eins gelehrt. Liebe ist etwas, was man mit seinen Taten zeigt. Es ist nicht genug, etwas nur zu denken oder zu sagen. Liebe ist bedeutungslos, wenn man sie nicht auslebt. Deswegen musste diese kleine Liebesbekundung sein. Das ist meine Liebe. Ja, so zeige ich meine Liebe für meine Digimon. Los jetzt! Unser Training hat gerade erst angefangen. Egal, wie oft ihr etwas nicht schafft, ich werde hier sein und euch eine Liebe schenken. Wow. Nokia, ich weiß nicht genau, was du meinst, aber dank deiner Liebe wird mir ganz warm ums Herz. Ja, mir ist auch ganz warm. Also, als ob ich ganz viel Macht habe. Ich auch. Fühle mich schon stärker. Agumon digitiert. Greymon. Zu Greymon. Gabumon Shinka. Gabumon digitiert zu Garurumon. Greymon, Garurumon, was ist los? Das ist eine Digitation. Ein Beweis, dass deine Digimon sich weiterentwickeln. Es beweist, dass deine Liebe bei ihnen angekommen ist. Das ist eine Digitation? Das ist ja fantastisch. Wow, es ist wahr, ich bin digitiert. Jetzt können wir wieder kämpfen. Ich wusste gar nicht, dass man so Liebe zeigen kann. Menschen sind seltsame Kreaturen, aber es funktioniert. Dieses Mal halten wir uns nicht zurück, Blau. Okay. Und ihr unterstützt Nokia. Okay. Sie können nicht mithalten gegen das, was als nächstes kommt. Schau. Aber sie digitieren. Oh yes! Love it. Seid ihr auch digitiert? Das haben wir durch jahrelanges Training gelernt. Dieses Mal halten wir uns nicht zurück. Zeigt uns, wie stark ihr jetzt seid. Na los, zeigt uns, was ihr drauf habt. Sie sieht nicht nur anders aus, sie verhält sich auch anders.
Der starke Kampfgeist, den wir in euch spüren, hat den Killerinstinkt in meiner kleinen Schwester geweckt. Und meinen natürlich auch. Das heißt, dass ihr euch vorhin zurückgehalten habt? Ich weiß ja nicht, aber... Wir sind ganz anders als vorher. Hilf uns, maskierter Mann. Ich zeige dir, dass die Macht unserer Liebe echt ist. Los geht's, ihr beide. Hier kommt die Macht meiner Liebe. Jawohl. So was sehe ich gerne. Wir werden sicher würdige Gegner sein. Seht da, die Macht der erwachten Systemon. Erwacht, nicht erwachsen. Ah, okay. Ich habe immer gesagt erwachsen. Aber es liegt vielleicht daran, dass ich bis jetzt bloß Systemon Ciel so wirklich im Team hatte. Oh, sie sind Virus und Serum, das ist mir nie aufgefallen, okay. Ja, das ist ein guter Anfang. War das gewaltiges Feuer? Im Deutschen? Ich glaube ja, gewaltiges Feuer. Klingt richtig. Digibombe. Und Zerstörungskanone. Das kriegen wir nicht. Oh. Oh, jetzt nehmen sie, glaube ich, keinen Schaden mehr. Das ist schlecht. Ich glaube, sie nehmen jetzt keinen Schaden. Ja. Gott sei Dank kenne ich diesen Angriff schon vom PvP. Das ist nämlich sehr beruhigend. Zu wissen, was Phase ist. Ja, ist immer noch egal, aber... Zur Sicherheit. Oh, jetzt kam was durch. Interessant. Aber eigentlich dürfte nichts durchkommen. Ja. Ja, die müssen jetzt angreifen, damit das aufgelöst ist. Okay. Ah, oh, so knapp. Liebe kleine Schwester. Au, buh. Buh. Das ist doof. Nee, ich hab's auch nicht. Die Digibombe. Okay, die große Schwester, die bufft und die kleine Schwester, die heilt. Verstanden. Aber sie sind auf jeden Fall nicht sehr angriffsstark. Bis jetzt. Die Digibombe.
Okay, ich glaube, das Ding sollte durch sein. Weil die größte Sorge hatte ich jetzt, dass System und Ciel liegen bleibt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie eine Wiederbelebung machen kann. Weil ich gerade gar nicht weiß, ob das überhaupt möglich ist fürs gegnerische Team. Alright. Mutpunkt E. Na mal hin. Runenwald. 20. Ist schlechter, okay. Oh, Sisamon Blanc hat richtig dazugelernt. Richtig, richtig schön viele Level gewonnen. Unglaublich. Ihr habt euch wirklich weiterentwickelt. Nokia, Shiramine, Greymon, Garurumon. Vielen Dank. Aber ihr habt es uns leicht gemacht, oder? Wer weiß. Einer der Gründe, warum wir verloren haben, war sicher, dass wir euch unseren fiesen Helfer ausgeliehen haben. Böser Helfer. Greymon, Garurumon, ihr wart fantastisch. Ich bin glücklich, aber auch etwas traurig. Ich mochte euch so, wie ihr wart. Wirklich? Na, wenn das so ist. Ihr habt die Verwandlung rückgängig gemacht? Die andere Form verbraucht viel Energie. Das ist viel bequemer. Ja. Und es ist... Und es wäre zu gefährlich, so mit euch zu spielen. Ja. Wenn du in der Form auf mich draufgesprungen wärst, wäre ich jetzt platt wie eine Flunder. Danke, Agumon. Gabumon. Ihr habt euch problemlos zurückverwandelt. Wir mussten lange trainieren, um das zu können. Eines Tages werdet ihr vielleicht so richtig tolle Digimon. Well, wenn du wüsstest. Genau wie unser Lehrer, Gankohumon. Meinst du nicht, Blanc? Blanc? So frustrierend. Hey, Blanc, was ist los? Es ist so frustrierend. Wie konnten wir nur verlieren? Na, alles klar? Na, beruhig dich. Das Ziel des heutigen Kampfs war es, ihr Selbstbewusstsein zu steigern. Das haben wir doch besprochen. Ich weiß, aber... Aber es ist so frustrierend, dass wir verloren haben, wo wir alles gegeben haben. Ach, du hättest den Bluff aufrechterhalten können. Wie wäre es mit einer weiteren Runde? Was meint ihr? Ich bin gerade so aufgekratzt. Ein Kampf allein ist einfach nicht genug. Okay. Macht euch keine Sorgen wegen ihr. Sie ist immer so. Nach einem aufregenden Kampf kriegt sie ihren Kampfinstinkt einfach nicht unter Kontrolle. Keine Bange. Ich kümmere mich um sie. Aber, wie schaffst du das allein? Es gibt nur eins, was so einen Anfall meiner Schwester beenden kann. Hör mal, Blanc. Ein Schlaflied von Gankoomon. Na...
das Lied. Meine liebe Schülerin, schlaf. Nach einem langen Trainingstag wird es Zeit, dich auszuruhen. Beben, Explosion, Knall, Vater. Nach dem Training wird getrunken, soll ich den Tisch für dich umwerfen. Wow, was für ein Schlaflied. Was passiert mit kleinen Mädchen, die nicht schlafen gehen? Polly. Ach. Sie hat sie wirklich geschlagen. Ja, so geht's natürlich auch. Oh, das hat mir Spaß gemacht. Sie ist wieder normal. Und sie schläft so friedlich. Schlaflied war der Hammer. Wahrscheinlich war der Faustschlag der Hammer. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Lied oder der Hieb war. Keine Bange. Das Schlaflied lindert Schmerzen. Ja, dann hättest du es vielleicht danach singen sollen. Nette Worte und ab und zu ein Hieb. So zeigen wir in Gankomons Familie unsere Liebe. So was habe ich noch nie gesehen. Aber es ist eindeutig, dass sie euch liebt. Wir sollten sie nicht wecken. Es wird Zeit, dass wir gehen. Agumon, Gabumon. Dies ist ein fabelhaftes Trainingsstudio. Danke für alles, Ciel, Blanc und maskierter Mann. Sie hat gesagt, zu fabelhaft waren. Dafür müssen wir dir auch danken. Du wirkst so gewöhnlich, bist aber das Gegenteil. Nächstes Mal heuern wir dich wieder an. Oh, ich bitte drum. Ich kann noch kämpfen. Wow, sie kämpft sogar, während sie träumt. Was soll ich nur mit ihr machen? Okay, das war richtig cool. Was macht die Simsen? Was machen die Simsen? Oh, aber die Stimme ist kaputt. Rate mal, was für ein Musikinstrument ist eine Flöte? Ein Blasinstrument. Eine normale Flöte. Der springende Punkt ist ja. Die Querflöte ist aus Metall. Aber ich würde jetzt sagen, die klassische Blockflöte, die ist ja. Das müsste ein Holzblasinstrument sein. Keine Ahnung.
Twisted, was war Ryujis Partner-Dämon, als du ihn kennengelernt hast? Cyberdramon. Ist das irgendwas? Okay. Und dadurch, dass die Aufnahme jetzt gerade mal eine Stunde hat, würde ich sagen, machen wir noch ein Turnier. Also erstmal geben wir hier den Auftrag ab. Speicher ab! Yes, please. Normaler Hacker. Oh oh. Scheinbar machen wir doch was anderes. An der ATL gibt es wohl aktuell keine allzu dringenden Fälle. Vielleicht sollte ich Mirei fragen, was los ist. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Halt, hier, Speicher. Na, wir gehen erstmal hier zu Mirei, mal gucken, was Phase ist. Wobei ich will, nee, ich will ein Turnier machen. Ich will ein Turnier machen. Oh, nee, Moment. Nee, ich bin nur noch hergerissen. Wir loggen uns hier ein. Doch, wir loggen uns jetzt erstmal hier in Eden ein. Und von Eden gehen wir zu Mirei. Und im Idealfall, ja, gehen wir hier hin. Und dann machen wir ein Turnier, würde ich sagen. Da ist der Computer. Weil ich kann jetzt Digimon mitnehmen. Ich habe jetzt wieder mehr Platz und kann jetzt Digimon mitnehmen. Oh. Oh. Okay, das ist noch nicht zu Ende. Kann ich jetzt mit denen trainieren? Wann ich will? Okay, wir gehen nicht auf ein Turnier. Habe ich gerade beschlossen. Wen wollen wir mitnehmen? Wen kann ich mitnehmen? Das ist vielleicht die bessere Frage. Biomon. Nehmen wir Biomon mit, habe ich beschlossen. Oh, ich habe gerade aufs Level geguckt. Und, ich kann Chromo. Moment. Wer macht am meisten Sinn? Okay, hier ist der Plan. Ich nehme kurz mal dich mit. Weil da können wir jetzt nämlich eine Digitation schießen. Glaube ich zumindest. So. Na? Und jetzt können wir dich nämlich diktieren. Rice Greymon. Gott, ey, die Stimme. Ist vollkommen kaputt. Ich glaube, ich habe Rice Greymon nur mal gehabt, um quasi auf der Durchreise. Dreizack Revolver, okay. Kampf oder Flucht? Okay, das hat man glaube ich. Ja, ich weiß. Was machen wir mit Shine Greymon? Anscheinend ist Shine Greymon das nächste unser Ding. Sieht aber gerade schlecht aus. Packen wir erstmal Rice Greymon weg. Hm.
Nimm mal Ice Devimon mit. Perfekt. Boah, ich kann noch eins mitnehmen. Ich könnte, wenn ich will, noch eins. Ne, wir nehmen jetzt erstmal keins mit. Ach Quatsch. Hier will ich hin. Cyberdramon ist richtig. Korrekt. Das heißt Korrekto. Was macht ihr hier? Du bist endlich da. Warst wohl nicht damit gerechnet, dass uns hier zu treffen. Nein, habe ich wirklich nicht. Versteh mich nicht falsch. Das Studio macht sich dank dir richtig gut. Oder hat sich richtig gut gemacht. So gut, dass ich total begeistert war und etwas den Überblick verloren habe. Und, sie hat den ganzen Bereich mit dem Studio in Trümmer gelegt. Ach so, nee. Oh, die haben unterschiedlich gesprochen. Oh, ich habe sie verwechselt. In Trümmer gelegt. Und dann in winzige Stücke gehauen. Puh, es tut mir leid, große Schwester. Keine Sorge, Blanc. Es ist, wie es ist. Das Studio steht also erstmal hinten an, bis wir uns alle beruhigt haben. Ciel und ich sind also im Kowloon herumgezogen und haben dort Mireille getroffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt schmarotzen wir eine Weile hier. Es stellt sich raus, dass du auch Mireille kennst und öfter herkommst. Es wäre aber langweilig, jetzt nur herumzusitzen. Also wollten wir dir für deine Hilfe danken, indem wir dir helfen. Wenn du Fragen zu Digimon oder Digimon-Kämpfen hast, dann frag uns einfach. Gut, dann erzählen wir dir mal was über besondere Digitation. Manche Digimon... Achso, nee, das ist schon wieder sie. Manche Digimon können unter bestimmten Bedingungen auf besondere Weise digitieren. Beispielsweise bei bestimmten Stufen oder Status. Diese fallen in vier Hauptkategorien: Armor-Digitation, Spirit-Digitation, DNA-Digitation und Moduswechsel. Armor- und Spirit-Digitation werden mit besonderen Items herbeigeführt. Bei der DNA-Digitation verschmelzen zwei Digimon-Typen zu einem stärkeren. Aber aus der D-Digitation eines solchen Digimon erhältst du nur eins. Peldramon D-digitiert zu Exvemon oder Stingmon, aber nicht beide. Wenn du ein Peldramon mit hoher Fähigkeit willst, solltest du vielleicht erst die Fähigkeit von Exvemon und Stingmon etwas erhöhen. Der Moduswechsel schließlich ändert, wenn Digimon kämpft, also seinen Status und Spezialmoves. Die Stufe bleibt aber. Ich kenne tatsächlich nur Imperialdramon, was das kann. Mir fällt gerade kein anderes Digimon ein, was das kann. So, fühlst du dich jetzt schlauer? Wann immer du Fragen hast, kannst du mit den Sistermon-Schwestern reden. Den Liebespredigerinnen. Das war's schon. Dafür steht ihr hier. Ich hatte gehofft, ich kann mit euch trainieren. Mushroommon. Zu was kann ich Mushroommon digitieren? Das Problem ist, ich glaube, von Sunflowmon habe ich schon alles aus, aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Vielleicht irre ich mich. Ich hoffe, ich irre mich. Es wäre gut, wenn ich mich irre. Gucken wir mal. Sunflowmon. Nope. Alles, wie ich es mir gedacht habe. Shit. Dann fliegt Sunflowmon. Moment. Wen können wir... Wir nehmen Lobmon mit, denke ich. Aber ich glaube, bei Lobmon könnte noch was offen sein. Lobmon. Oh, wir können... Oh, yes. Yes. Mir fehlt nämlich noch... Gott, wie hieß sie denn?
eine weitere Todsünde. Ich glaube, die Todsünde hatte ich noch nicht. Lilithmon müsste sein. Ich glaube, Lilithmon hatte ich nicht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Aber die Route kann ich gehen. Die Route kann ich gehen, okay. Im K-Café in Nakano murmelt eine Kundin vor sich hin. Der Ruf des Cafés könnte leiden, wenn du nichts unternimmst. Vielleicht solltest du deine Hilfe anbieten. Komm ruhig wieder, wenn du dich verläufst. Wann anders? Wir versuchen uns dann im Turnier. Liegt eh auf dem Weg. Das war super. Wenn die Aufnahme nicht so kurz gewesen, hätte ich gesagt, da machen wir Schluss. Die Aufzeichnung wird auf jeden Fall im Podcatcher, genau. Im YouTube-Archiv im Namen der Liebe heißen, wenn es soweit ist. Dauert aber noch 2 bis 3 Wochen, glaube ich. Ich glaube drei müssen sein. 3 bis 4 sogar, fällt mir gerade auf. Ah, shit, ich bin doch falsch gelaufen. Auf nach Nakano Broadway. Broadway. Ich nehme wieder die Treppe. Nein. Moment, ist hier nicht auch der Typi? Da ist der Typi. Ja, ich möchte mal Medaillen verkaufen, weil ich glaube, wenn wir ihm eine bestimmte Anzahl von Medaillen bringen, kriegen wir was. Mehr als 200. Medizinisches Spray. Mehr als 200, krass. Ich wünschte, man könnte die sich einfacher angucken, als es der Fall ist. Deswegen gehen wir nicht. Moment, was machen meine Dämonen? Seid ihr fit? Ihr seid fit, perfekt. Dann würde ich sagen, trainieren wir ein bisschen. Im Kolosseum kämpfen, auf jeden Fall. Gold Cup. Yes. Riech nur den Schmutz, den du einatmest. Meine Digimon und meine Maske werden sie reinigen. Au. Und wir machen Körperentzug. Ich brauche Heil. Obwohl, nee, das macht keinen Sinn. Wenn ich keinen Schaden mache, dann kriege ich auch nichts. So. Oh, die Kreissäge. Oh, die Digibombe. So, beginnen wir mit der Behandlung. Heb bitte deine rechte Hand und falls das wehtut. Ich glaube, hier sind wir rausgeflogen bei ihr. Ich erinnere mich nämlich noch an sie, an diese Kombination von Digimon.
Au. Ich glaube, wir wollen erst dich platt machen und Patamon. Und Digibombe! Vielleicht machen wir Angemon platt, weil ich glaube... Okay, das schaffst du alleine. Sehr schön. Datamon, nein! Wenn ich eine Wiederbelebung habe, dann hole ich Datamon jetzt gleich zurück. Weil ich glaube nämlich, sonst hätte ich es umgebracht und das wollte ich nicht. Wiederbelebungskapsel. Sehr schön. Weil sonst kriegt Datamon nämlich keine Erfahrungspunkte und das wollen wir nicht. Digibombe! Und die Kreissäge. Oh, Super Igamon können wir nach dem Turnier entwickeln. Oh, die Level kommen wunderbar voran. Eisdevion können wir auch gleich entwickeln. Also nach dem Turnier. Nach dem Turnier können wir einige digitieren lassen. Cool. Mir egal, wer mein Gegner ist. Mein Dinosaurier und werden euch alle platt machen. Da bin ich weitergekommen. Ich weiß nicht mehr, wo ich rausgeflogen bin. Weil das kommt mir auch gerade sehr bekannt vor, aber das sieht eigentlich sehr standard aus. So, schmeiß mal die Kreissäge an. Hätte ich mehr erwartet. Den Körperanzug brauche ich gerade nicht. Die Digibombe hebe ich mir auch mal auf. Ernsthaft? Okay, vielleicht bin ich hier gestorben. Okay, wir die Kreissäge anschmeißen. Okay, bringen wir es einfach kurz zu Ende. Hoffe ich. Nee. Halt nicht Machtsturm. Und die Kreissäge. Miau. Oh, ich muss es riskieren mit der Digibombe in der Hoffnung, dass... Ah, es wird nicht reichen. Nee. Ganz knapp wird es nicht reichen. Ernsthaft? Weil sie mich besiegen können. Nee, hier bin ich gestorben. Weil die zu tanky waren.
Du glaubst doch nicht wirklich, dass du mich schlagen kannst, oder? Schade. Ich werde dir diesen Gedanken aus deinem Köpfchen prügeln. Wie unhöflich. Cross-Counter. Das ist schlecht. Okay, hier ist der Plan. Ich werde die Gitarre nun rausnehmen. Weil ich habe noch ein Serums-Digimon, was helfen sollte. Und ich konzentriere mich erstmal nur auf einen. Und obwohl, wir haben magischen Angriff. Und magischer Angriff ist dem Angriff nämlich Gott sei Dank egal. Klar, warum nehmen wir sie nicht gleich mal rein? Im Zweifelsfall ist sie ein Healer. Kaiserfaust. Und nochmal die Kreissäge. Der Lichtschaden. Das war doch der Angriff, den König Triton in eine kleine Meerjungfrau macht. Und die Digibombe, weil ich gerade nicht weiß, ob vielleicht das auch nochmal ein Konter ist. Und tot. Ich meine, ich bin hier rausgeflogen. Weil die zu tanky waren für mein damaliges Team. Oh yes. Himmlischer Donner 3. Den nehmen wir doch gerne mit. Ach, wir tauschen die 2 gegen 3 aus. Ja, die kann ich mich auch noch erinnern. Mach dir keine Hoffnung auf eine Flucht. Je größer deine Hoffnung, desto mehr wird es wehtun. Okay, ich weiß echt nicht mehr, wann ich hier rausgeflogen bin. Sind wir mal so frei und tauschen. Obwohl, Datamon brauche ich immer am Start wegen den Prozenten. Deswegen versuch einfach mal dein Glück, Datamon, und guck, was passiert. Oh! Okay. Ach, ein bisschen Overkill. Gebe ich jetzt zu. Klar. Und der Britzelschock. Der hat einfach das Team immer komplett levelt, das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Okay, ich glaube, ich bin wirklich fast durchgekommen. Hör mal zu, ich habe heute ein super Horoskop bekommen. Heute bin ich also unverwundbar. Cool, Glückwunsch. Das ist sick. Warum heilst du jetzt schon? Okay.
Die Kreissäge machen wir. Ja, komm. Hilft ja nichts. Töten wir erstmal dich. Oh, ich habe nicht mal übertrieben. Okay, raus, 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 raus. Es sei denn, wir können jetzt das Vieh plätten. Legibombe! Nein. Aber es sollte reichen. Heiliges Licht. Komm schon. Nein, es reicht nicht. Shit, ich war zu gierig. Ich gebe zu, ich war zu gierig. Item, weil ich will natürlich, dass alle Erfahrungspunkte kriegen, auch wenn das jetzt Verschwendung ist. Ist mir durchaus bewusst. Keine Sorge. Sollte funktionieren, oder? Ja. Bei mir ist so, als wäre ich im Finale rausgegangen, aber vielleicht irre ich mich auch. Dieses Team kann ich auf jeden Fall, und vielleicht hat mich das platt gemacht, weil das zu gut ausbalanciert war für mich damals. Heiliges Licht! Okay. Das wird irgendwann mal ein Thumbnail. Oh no! Er war's! Gute Arbeit! Dass du so weit gekommen bist. Aber dein Feuer lodert nicht hell genug. Kämpf gegen mich und brenne. Ja, war's. Ah, shit, ich sollte die Digibombe benutzen. Sollte die Digibombe benutzen. Nur zur Sicherheit. Yes, das wollen wir sehen. Strahlendes Licht. Das ist selten, dass die Spezialattacke eines Digimons keinen Spezialeffekt hat und trotzdem schwächer ist als die anderen Angriffe. Interessant. Datamon macht momentan, ich glaube, den besten Schaden. Thank you.
No! Okay. Sisyama und Ciel brauchen noch am ehesten die ganzen Erfahrungspunkte. Weil die muss bis Level 60 durchhalten. Ich weiß, es ist Verschwendung. Es ist mir durchaus bewusst, keine Sorge. So, dann nehmen dich raus, tauschen dich gegen... Klar, gehen wir mal auf Feuer. Ich habe natürlich, ich kann Eis mitnehmen. Nicht dumm. Egal. Ist okay so. Und wir schwächen ihn weiter. Physisch, 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 physisch. Ice Devimon, weil Ice Devimon hat den Elementvorteil. Ja, wir müssen es riskieren. Shit. Ernsthaft? Okay. Du willst nicht anders. Mega Explosion. Digi-Ei des Mutes. Ich brauche aber irgendwie mal was für die Digi-Spirits. Die Digi-Eier-Entwicklung habe ich, glaube ich, schon. Zerstörung. Nein. Okay, ich glaube, wir können ein paar digitieren. Schnurstracks zum Sieg. Du bist der Champion des Gold Cups. Weiter zum nächsten Herr Maus, zur nächsten Herr Maus-Forderung. Tada, hier ist dein Preis. Hoffentlich gefällt er dir. Mutpunkt C. Das gefällt mir. Perfekt, dann digitieren wir jetzt noch ein paar Digimon, würde ich sagen. Stört. Warte mal, welches der folgenden trägt keinen Speer? Piximon trägt einen Speer. Sisyamon Blanc. Skull Satamon. Der Sisyamon Blanc trägt ja mehr einen Dreizack. Ja, ich würde sagen Sisyamon, oder? Das ist ja ein Dreizack. Ich weiß aber auch gerade nicht, was Skull Satamon trägt. Weil Skull Satamon trägt, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich auch kein Speer. Ich nehme trotzdem Sisyamon. Weil sie trägt einen Dreizack. Ich will jetzt aber nachgucken. Ich hab Skull Satamon noch nicht. Da, das ist kein Speer, das ist ein Dreizack. Die Frage ist, ob sie mir das durchgehen lassen. Ich hab Skull Satamon noch nie gehabt. Doch, da. Aber das ist halt auch kein Speer. Ich nehme an, sie sagen Skull Satamon, aber okay. Wir digitieren jetzt. Nein, nicht Eden. Ich bin nicht nach Eden. Auf ins Laboratorium. Digitieren. Ice Devimon. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das? Ich habe so eine Marine Devimon vielleicht? Das sah, glaube ich, so ein bisschen Cthulhu-mäßig aus.
Dragomon! Sah Dragomon nicht anders aus? Ich beschwöre mich lieber. Sah Dragomon nicht anders aus? Verbotener Dreizack. Dragomon. Vom Schwarzen Meer? Ne, nicht Schwarzes Meer. Dunkles Meer? Oder Meer der Finsternis? Was war's? Drago. Kannst du Livia zu Liviamon werden? Ah, okay. Da haben wir einen Auftrag. Aber das dauert. Für mich habe ich nicht genug Fähigkeit, nicht mal mit Abstand. Dragomon behalte ich so erstmal. Gigadramon. Vernichtungswerk. Physischer Angriff, 80 Vollschaden gegen alle Gegner. Oh, das ist geil. Ja. Ja, Dragomon kann, glaube ich, erstmal. So, Gigadramon. Gleich zwei Unbekannte. Und gerade Lockmon. Moment, bin ich schon mal beim Mega-Level? Scheinbar. Das gefällt mir. Fähigkeit 80, das ist halt heftig. Egal, nicht jetzt. GeoGreymon sollte sich auch digitieren können. Eigentlich zu dem, was ich haben will. Oh, verdammt. GeoGreymon muss kämpfen. Mist. Digitieren wir dich noch. Weil ich weiß, dass ich dich hatte. Aber scheinbar habe ich dich nicht weiterentwickelt. Blendet, physischer Angriff 115 gegen einen Gegner, häufig kritische Treffer. Aber nee, das ist was anderes. Weird. Weil ich habe einen Digimon getroffen, was so ähnlich aussieht wie das. Aber halt doch anders. Und ich weiß nicht, was es ist. Egal. Für heute soll es gewesen sein. Wir haben viel erlebt. Richtig von einem Extrem ins nächste. Heute, ohne zu übertreiben. Und ja. Ich hoffe, es hat zum größten Teil Spaß gemacht. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich wünsche einen fantastischen Restabend. Und einen Hören. Eine geruhsame Nacht später. Bis zum nächsten Mal. Ciao.